So Leute, willkommen zur ersten richtigen Folge Legend. Ja, wir sind hier gerade in der Elfenstadt. Wir haben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und es ist die Sonne weg. Und ja, auf jeden Fall sind wir hier gerade in der Elfenstadt. Und das ist die erste richtige Folge. Ein bisschen was erzählen und bla bla bla. Also, als allererstes, was eine große Frage. Erstmal, es waren hammer viele Kommentare und viele haben natürlich Lust dabei zu sein. Also, in naher Zukunft werden, ja, ich oder... bei YouTuber an sich können wir dann ein paar aussuchen, oder ich eher gesagt halt ein paar aussuchen, die wir reinholen können. Und das Ganze ist halt mir überlassen, wie ich halt aussuche. Ich werde das Ganze erstmal halt kommentaraktiv lesen. Das heißt, ich werde da also gucken, wer da viel schreibt und sowas immer dort und etc. Braucht gar nicht so Bewerbungszeug zu machen. Ich wäre gern dabei, weil und sowas, weil da ist, ja, keine Ahnung, Stuss oft dabei. Das gab es ja ein Leben, da dass da manche so einen Krebs und sowas vorgegaukelt haben, also ganz schlimme Sache. Da möchte ich nicht, dass so ausartet, sondern einfach Leute, die aktiv immer dabei waren. Und dann werde ich noch ein paar verlosen, weil das ist natürlich dann gemein für ein paar, die erst kurzzeitig aktiv sind, dabei sind. Und dann, ja, die können dann halt mit Gewinnspielen eventuell gewinnen. Und ja, also wie gesagt, das Ganze wird demnächst dann, ja, losgehen. Also ich hätte auch gerne die Unterstützung. Ich habe mir schon einen reingeholt, einen Zuschauer, nämlich den Tonic. Also wie gesagt, ich habe da mit dem auch jetzt im Teamspeak manchmal was zu tun. Aber wie gesagt, er ist eigentlich auch Zuschauer. So ist er ja überhaupt erst auf dem Server und auf meinen Kanal gestoßen. Auf jeden Fall, ist hier die Quest, Legend Kanal helfen, nice. Wir haben ja diese Quest, das hatte ich ja letzte Folge vorgelesen mal. Und ja, das hier wurde schon angefangen damit, das sieht auch schon nett aus. Wir sollen ja einen großen Baum bauen, das Heiligtum, die können auf jeden Fall bauen. Und dann hat der Tonic, jetzt habe ich hier Java-Update-Link, ich müsste, glaube ich, mal ein ordentliches Schwert machen, weil ich kämpfe die ganze Zeit mit Axt. Hat der Tonic hier uns ein kleines Haus schon gebaut, was mega gut aussieht. Erstmal mir so eine kleine Terrasse halt mit so Chill-Ecke. Wie gesagt, ich habe hier nichts gebaut, das hat ja alles Tonic gemacht. Und La Casa del Tonic, ihr weiß. Und guckt euch einfach diese geile Innenausstattung an. Also ich finde, das sieht einfach sowas von cool aus, besonders mit dem Birkenholz alles. Zu Elfen passt ja eigentlich jetzt nicht, dass wir einen Berg bauen, aber eigentlich schon. Also von Herr der Ringe, die bauen ja auch so halb. Die bauen ja halb im Berg, halb auf den Bäumen. Und ich finde, dass gerade das Haus spiegelt das ja super wieder. Also ich finde das einfach töfte. Das ist echt super. Ja, wie gesagt, zum Server, denkt, wie gesagt, dann, das Ganze ist noch ganz in der Beta. Das ist gerade erst vor kurzem gestartet. Es gibt noch einige Bugs. Manchmal habe ich immer noch nicht meinen Effekt. Ich hatte den ja, dann war ich mal gestorben. Tonic hatte mich getötet, dann war er wieder weg plötzlich. Also, strange ein bisschen auf jeden Fall. Seht ihr auch schon, dass sich ein bisschen was getan hat. Wie gesagt, es ist ganz wenig noch am Server los. Also, wer von Anfang an dabei ist, könnt ihr sehr früh schon dabei sein. Auf jeden Fall ab dem Moment, wo ich dann noch ein paar aussuchen kann, werde ich auf jeden Fall sofort richtig viele Zuschauer reinholen, so viele wie es geht, weil ich damit euch auf jeden Fall eine richtig große, geile Sache hier aufziehen will. Und, von daher, ich gehe mal rüber. Dann gucken wir mal bei der Farmwelt. Also, das soll, wie gesagt, das Projekt hier wird kein Let's Play ein übliches werden, sondern eher ein Let's Show. Das heißt, ich werde privat zwischendurch hier zocken. Und dann immer wieder in einem Video halt zeigen, was ich erlebt habe. So, und die Farmwelt hat sich wieder umgestellt. Das heißt, ich werde hier weniger Let's Play machen, das heißt Farmen gehen etc. Natürlich werde ich das auch tun, aber eher weniger. So. Und dann hatte ich doch mal eine Werkbank. Ich mache mir da mal ein Schwert. Nur 3 Cobblestone, oder? Oh, egal. Gerne habe ich ein Schwertchen. Weil mit der Axt die ganze Zeit hier zu hantieren ist nicht so schön. Okay, dann Hühnchen. So. Ja, ich hatte auch 10 Level, die sind leider auch weg, weil, wie gesagt, Tonic mich getötet hat. Weil das eine Ratte ist. Ja, der Tonic hatte auch ewig gefarmt. Ach, ich habe gar nicht die Kisten gezeigt in der Wohnung. Egal, ich gehe da zurück. Hatte ewig gefarmt und hat sogar 23 Eisen gefunden. Wie gesagt, das spawnen ganz wenig. Er hat aber trotzdem 23 zusammenbekommen. Er hat schon eine Schere, einen Eimer etc. gemacht. Man könnte sogar eine Eisenrüstung schon machen, aber wir behalten natürlich erstmal das Eisen. Also, das war echt sehr fleißig von ihm. Also, wie gesagt, Tonic, guter Kumpane. Ja, ich würde sagen, als Special, den ersten, den ich reinholen würde, den würde ich sogar bei uns nur mitwohnen lassen, wenn er sich natürlich auch benimmt. Das Ganze, denkt dran. Ich möchte mal, bevor überhaupt dann jemand draufkommt, nehmt das Ganze bitte sportlich. Ihr könnt alles abbauen außer den Spawn, das heißt, ihr könnt reefen etc. Ich fände das total schlimm, wenn das eine Person machen würde. Erstmal, man kann sowas sowieso nachsehen, das heißt, wenn ihr sowas macht, das heißt, es gibt Plugins, mit denen man das nachprüfen kann, es gibt
In der Konsole kann man auch die Online-Seiten abprüfen. Also, wie gesagt, denkt gar nicht daran, so eine Kacke zu machen. Weil wenn wir da rausfinden, oder gesagt, nicht wir, sondern die Serverleitung, dann ist das ganz, 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 ganz kackack. Oh, Jott. Da seht ihr halt, normalerweise, wenn man in so einer Schlucht reinguckt, sieht man sofort so viel Stuff und wir sehen einfach gar nichts. Okay, Tarzan. Da unten ist Kohle. Hier würde ich eigentlich gerne noch mitnehmen. Ich frage es halt jetzt, wie ich da vorgehe. Habe ich Fackeln? Ich habe ganz viele Zombies. Da ist ein Creeper. War das jetzt nur ein Kohle? Oh Gott, nee, da war noch was. Toll, zwei Kohle. Hashtag totally worth. Da ist noch Kohle. Ich töte erstmal den Creeper. Das war knapp. Oh Gott, das sind da viele Monster. Oh Gott, oh Jott, oh Jott, oh Jott, oh Jott. Habe ich noch eine zweite Spitzhacke? Ja, ich fahre mir ein bisschen Cobblestone, um Schutzwand zu bauen. Und wir können schon die Kohle holen. Weil, wie gesagt, Rohstoffe sind hier ganz, ganz arg. Also, die sind gar nicht vorhanden. Also, Dias und sowas sind gar nicht hier, glaube ich, vorhanden. Nur Kohle und Eisen. Die einzigen Erze. So. Wie gehe ich da vor? Am liebsten würde ich mir eine Schutzwand direkt bauen. Und jetzt hier Snakey Backdoor. Na komm hier, wir räumen jetzt auf. Hab aber gar keine Rüstung. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh nee, scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Alter. Nee, ich sterb einfach direkt. Oh, Mann. Ich sitze hier einfach halb grinsend, weil ich irgendwie über mich selbst lachen muss. Aber irgendwie ist das jetzt kacke. Ich hatte nämlich richtig viel Karotten dabei. Oh, Mann, lass mich hier raus. Oh, Gott. Oh, Mann. Nee, das gibt's doch einfach nicht. Wie inkompetent. Ich finde jetzt überhaupt diese Kackschlucht wieder. Alter, dann haut mich dieses Kack-Skelett in dieses blöde. In diese blöde Lava hinein, Alter. Was ist das für ein Dreck? Alter, man verliert auch so schnell Essen. Ja, klar, ist ja. 1,8er auch. Das ist ätzend. Ich finde aber auch, dass Skelette zu schnell schießen. Muss ich so mal sagen. Das haben sie ja mal geupdatet gehabt. Jo. Ich würde nur einfach mal behaupten, meine Items sind da weg. Gut, richtig wertvoll war es jetzt nicht. Egal, Warp 11, oder? Ja. Gut. Dash Warps. Warp Info. Dash Warp. Warp Help. Ne. Scheint, ich weiß nicht, welche Warps es gibt. Gut, ja, Leute, ja, dann fangen wir mal wieder mit 0 an. Ja gut, es ist jetzt nicht so ein herber Verlust, aber wie gesagt, aber wenn ich da runtergehe, da sind so viele Mobs. Das wird eng werden. Ja, gut, dann zeige ich jetzt nochmal die Truhen. Ja, so Leute, so professionell läuft das Ganze hier. So, mal schnell ins Haus, mal ein bisschen noch eine gute Treppe runterbauen. So jumpt man ja gerade nur behindert runter. So, dann zeige ich mal ganz kurz, was Tonic dann noch gemacht hat. Der hat eine kleine Küche. Da bediene ich mich mal jetzt direkt wieder. Oh Mann, schade um die armen Kartoffeln. Tonic wird sauer sein. Hat er nämlich so schön vorbereitet. So, erstmal Nom hier. So, dann haben wir hier die Truhen. Also hier haben wir Dirt hier, seht ihr das Eisen. Haben wir eine Iron Pickaxe, auch eine Skier, ein Water Bucket. Oh Gott, hat er viel Holz. Ja gut, das hat sich dann erledigt. Ja, hier ist noch random Stuff, auch Kohle, hier ist noch einiges. Aber ihr seht nur 21 Kohle und entlang gefarmt und viel Kabel ist dann ja gut, dann hat sich erledigt. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es wird kein Let's Play werden. Das heißt auch nicht regelmäßiger Content. Ja, also das ist halt so ein Stream-Projekt oder ein Projekt mit euch, was ich halt an euch spielen werde. Ja, ihr könnt mal Anregungen, Wünsche machen. Was soll ich in den Folgen mit euch machen? Das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare jetzt schreiben. Was soll ich machen? Was soll ich euch zeigen?
Also, was wollt ihr da so sehen? Das ist, da seid ihr natürlich ganz frei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.